Hallöchen! Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Schwertpinsel, denn heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Nelken malen könnt, relativ schnell und auch einfach. Dazu zeige ich euch mal ein Beispiel. Ich habe das nämlich auch schon mal vorher getestet. Und ich war so überrascht von dem Ergebnis, dass ich das mit euch teilen möchte, wie ihr das auch relativ einfach und simpel hinbekommt. Ich bereite jetzt hier kurz meinen Arbeitsplatz vor, damit wir dann gleich loslegen können. Und dann zeige ich euch, wie ihr das machen könnt. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich die Nelken hier auf der Doppelseite oder auf einer Doppelseite hier in meinem Kreativbuch malen möchte. Ich werde die Nelken hier unten halten. Also es sollen nicht nur zwei werden, wie bei dem Beispiel, das ich euch gezeigt habe. Es sollen ein paar mehr werden. Und die werde ich hier arrangieren, weil ich hier oben noch ein Lettering hinzaubern möchte. Der Augenmerk soll aber auf den Nelken liegen bleiben. Was brauchen wir dafür? Ihr braucht wasserbasierte Farben. Am besten eine hellere und eine dunklere Farbe, die miteinander harmonieren. Also es sollten keine Kontrastfarben sein. Vielleicht ein helles Lila und ein dunkles Lila. Das schafft man sogar mit einer Farbe. Wie, das werde ich euch gleich zeigen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall mindestens ein Grün für die Stiele und für eventuell Knospen oder Blätter. Ja, und natürlich das Wichtigste ist ein Schwertpinsel in der Größe eurer Wahl. Und ja, ich habe jetzt hier noch eine Sprühflasche, weil ich möchte hier noch ein bisschen die Farben in meinem Aquarellkasten aktivieren. Macht das abseits von eurem Papier, damit das nicht vorher nass wird. Und dann legen wir auch schon direkt los. Natürlich brauchen wir auch noch Wasser. Und ich werde, wie wir gerade schon erwähnt haben, mit einem Violett, einem Lila arbeiten. Hier unten eine neuere Farbe. Und die werde ich jetzt auch hier in meiner Mischpalette ein bisschen andünnen, weil ich euch natürlich zeigen möchte, dass man das auch mit einer Farbe hinkriegt. Denn wir brauchen gut Farbe hier in dem Pinsel. Und die sollte halt nicht zu kräftig sein, weil die kräftige Farbe hier in die Spitze des Pinsels kommt. Ich nehme mal kurz ein anderes Blatt Papier. Es ist hier gar nicht so wichtig, dass das Aquarellpapier ist. Das jetzt ist hier ein ganz normales Kopierpapier. Ich möchte euch nur kurz zeigen, wie ich diese Technik hier anwende, denn wir haben ja schon mal zusammen mit dem Schwertpinsel Blumen gemalt und prinzipiell ist es fast die gleiche Technik und ja, wir schauen mal, wie das funktioniert. Hier an die Spitze gebe ich jetzt nur Farbe direkt aus dem Kasten rein und dann setzen wir den Schwertpinsel mit dem Schwert nach unten an. In einer ungefähr 45 Grad Haltung. Und dann könnt ihr es hier schon sehen. Ne? Unten ist die kräftige Farbe und oben die hellere Farbe. Und es ist beides aus einer Farbe gemacht. Ihr könnt das natürlich auch mit zwei verschiedenen Farben machen. Ihr könnt das mit einem hellen Rosa und einem Rot machen. Ich zeige euch das mal hier mit dem, was ich hier gerade noch im Kasten habe. Und mit einem Rot. Und es hat genau den gleichen Effekt. Also ihr braucht hier gar nicht viel. Ihr könnt es aber auch noch mit einer ganz anderen Farbkombi probieren. Mit einer relativ hellen Farbe direkt aus dem Kasten. Ich nehme jetzt hier mal das lichte Ocker. Und ein Rot. Also das geht genauso gut. Ja. Nur als Orientierung, dass man das mit verschiedenen Farben auch machen kann. Und dann legen wir direkt los hier im Buch. Und ich mache jetzt ein paar in Lila. Und
Mal gucken. Mal gucken, ich lasse mich gleich noch inspirieren. So, damit wir die zweite Runde hier bei den Nelken beginnen können, müssen wir die natürlich trocknen lassen. Ihr habt vielleicht auch gerade gemerkt, wie ich hier gerade auch noch so ein bisschen rumexperimentiere. Diese gezackten Linien, die durch diese Ruckelbewegung entstehen, sind hier oben noch gar nicht wichtig, weil wir gehen da ja gleich nochmal mit einer zweiten Schicht dran und da werdet ihr dann auch gleich sehen, warum. Denn ihr könnt es auch mit einer relativ geschmeidigen Bewegung rumziehen. Das funktioniert allerdings auch nur in der ersten Runde so. Wichtig ist halt, dass die dunkle Farbe zentral in der Mitte bleibt. Ich warte jetzt auf jeden Fall, bis das hier getrocknet ist und damit ich mich nicht langweile, werde ich jetzt gleich noch die zweite Runde mit den Blüten machen. Da müssen wir jetzt natürlich dann aber auch ein bisschen vorsichtiger sein, damit wir hier nicht irgendwas verschmieren, obwohl die relativ schnell trocknen, weil ich hier gar nicht so viel Feuchtigkeit benutze. Die zweite Runde werde ich machen, ich glaube, mit einer eher wärmeren Farbe. Und da werde ich, glaube ich, zu einem Orange-Rot tendieren. Ich werde mich für Indisch-Gelb entscheiden. Das ist ja eher so ein Orangeton. Da hole ich hier mal was in den Kasten. Und werde dann hier aus meinem Kasten noch das Kaminiumrot nehmen. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Kamium. Für die Spitze. Ich komme dadurch, dass ich Rechtshänder bin, verdecke ich jetzt zwischendurch natürlich auch immer das Bild. Das ist nicht mit Absicht. Ich will jetzt auch das Buch nicht immer so stetig drehen. Wichtig ist halt immer, dass ihr hier eine kleine Lücke lasst. Es kann auch kleiner sein als hier jetzt. Kann aber auch ein bisschen größer sein. Ihr seht ja auch, hier ist es ein bisschen größer, hier ist es ein bisschen kleiner. Da wird dann gleich noch die Verbindung zwischen Stiel und Blüte geschaffen.
Jetzt werde ich mit der zweiten Schicht von den Lilanen weitermachen und da werdet ihr gleich sehen, das ist das, wo, also was die Blüte ausmacht. Ich nehme genau die gleichen Farben. Und ihr könnt dann am Rand oder in der Mitte anfangen. Ich fange in der Mitte an. Wie gesagt, es geht jetzt gar nicht so darum, dass es richtig gezackt ist. Es ist auch relativ unterschiedlich bei Nelken. Manche sind so ein bisschen runder, manche sind doch tatsächlich ein bisschen zackiger gespitzt. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich kann jetzt gar nichts genauso richtig dazu sagen. Ihr seht, das ist nicht so einfach. Jetzt muss ich es tatsächlich mal drehen. Das gefällt mir richtig gut. Es hat so eine richtig schöne Tiefe, kriegt das dadurch auch. Und ihr seht, ich bleibe die ganze Zeit bei einem Pinsel. So, machen wir weiter mit den rötlichen, orangenen. Mehr will ich gar nicht daran rumspielen.
Dann kommen wir quasi zum nächsten Schritt. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich mag Nelken total gerne. Ich hatte auch Nelken in meinem Hochzeitsstrauß, allerdings grüne Nelken, also so ganz hellgrüne. Und ich bin gerade richtig platt. Ich bin selber begeistert, was man so mit einem Pinsel und einer Farbe schaffen kann. Oder zwei Farben. Jetzt brauchen wir ein Grün, ein relativ helles Grün, weil wir ja noch ein bisschen Kontraste schaffen wollen, also ein bisschen auch Schatten schaffen wollen, ein bisschen Tiefe. Und deswegen fangen wir hier mit einem helleren Grün an. Ich habe hier so eine komische Mischung auf meiner Farbpalette. Und Nelken, die haben ja auch eher so ein helleres Grün. Ich glaube jetzt nicht, dass ich das treffe. Huch. Die Mischpalette ein bisschen sauber machen. So, hier ist jetzt auch relativ viel Wasser drin. Das ist hier eine Mischung aus verschiedenen Grüntönen. Ihr könnt aber auch ein ganz einfaches, normales Grün nehmen. Also probiert euch da aus. So, wir müssen natürlich hier wieder aufpassen. Ich schau mal. Das ist eigentlich alles trocken. Wir bleiben bei einem Pinsel. Und fange jetzt hier unten an, die Blüte mit dem Stiel zu verbinden. Und mit dem Pinsel kann man unglaublich wunderbare gerade Linien ziehen. Oder sagen wir mal nicht gerade, sondern schmale Linien. Da mir das aber noch ein bisschen zu langweilig ist, male ich hier so noch Knöspchen ran. Müssen auch gar nicht viele sein. Und Nelken haben so relativ schmale, kurze Blätter. Lassen wir mal so stehen. So. Das lassen wir jetzt trocknen. Obwohl eigentlich, das müssen wir gar nicht trocknen lassen. Da reicht jetzt auch so, ich nehme jetzt hier mein beliebtes Chromoxid und eine ganz klitzekleine Ladung Blau, um es ein bisschen anzudunkeln. Und werde jetzt hier einfach nur ein paar Schatten setzen.
man gerne dann auch noch mal mit einer dritten Schicht lang gehen. Vielleicht mit einem ganz anderen Grün. Und ich sprenkel hier mein ganzes Papier voll. Das ist noch ein bisschen dunkler. Das war jetzt Olivgrün und wieder ein bisschen dunkelblau. Ihr wisst ja, wie gerne ich im Drei-Schicht-System male. Und so schnell sind Nelken fertig gemalt. Ich male jetzt hier oben eben noch ein kleineres Lettering hin. Und dabei könnt ihr mir ganz schnell über die Schulter schauen. Do what you makes happy. Und damit kommen wir auch zum Ende. Also macht das, was ihr gerne machen möchtet. Macht das, was euch glücklich macht. Und wenn euch Nelkenmalen glücklich macht, dann hoffe ich, dass ich euch hiermit etwas auf den Weg geben konnte. Denn es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich finde das Ergebnis Wahnsinn. Wenn ihr gerne mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da und auch gerne einen Daumen für das Video. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Ich hoffe, es ist überall gutes Wetter. Ansonsten genießt den Sonntag so, wie du ihn genießen möchtest. Sei kreativ, faulenze, mach, was du willst. Und ja, seid nächsten Sonntag wieder mit dabei. Drei Themen, ein Bild. Ach so, bevor ich es noch vergesse, wenn ihr eure Werke in den sozialen Medien teilt, dann verlinkt mich doch und setzt den Hashtag Sonntags mit Lillis drunter. Dann sehe ich das auf jeden Fall und dann werde ich das auch teilen. So, und nun ist gut für heute. Schwingt den Pinsel, geht eine Runde spazieren, schlaft euch aus, was auch immer. Macht's fein. Tschüss!